Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Das Thema ist die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der geplanten Seilbahn für Bonn. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüße ich ganz herzlich die Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Entschuldigung, Helmut Wiesner, unser Städtebaudezernent, und Petra Denny, ebenfalls aus dem Dezernat für Städtebau. Und zum Schluss ist noch Katrin Küppers von Spiekermann Engineering diejenige, die das Gutachten erstellt hat und deshalb in die Details gehen kann. Frau Dörner, bitte. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich über das große Interesse hier heute Morgen an unserer digitalen Pressekonferenz. Es geht auch um ein sehr bedeutsames Thema. Insofern freue ich mich auch, dass wir heute so positive Nachrichten Ihnen mit auf den Weg geben können. Bonn hat die Mobilitätswende als eines der wichtigsten strategischen Ziele in unserer Stadtpolitik. Wir wollen die Straßen entlasten und natürlich mit der Mobilitätswende auch was für das Klima tun, das Klima schützen. Dafür braucht es einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr und eine Seilbahn wäre eben ein Meilenstein für nachhaltige Mobilität. In ganz Deutschland gibt es noch keine Seilbahn, die im ÖPNV integriert ist, die also im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, so wie wir es für uns in Bonn planen. Es gibt zwar Initiativen in anderen Städten, aber keine andere Stadt ist dabei so weit wie Bonn. Insofern können wir auch davon ausgehen, dass auf Bonn geguckt wird, wie wir jetzt mit diesem Verfahren weitermachen. Die geografische Lage in Bonn, also die uns allen bekannte Kessellage mit wichtigen Örtlichkeiten, wichtigen Siedlungen im Bergbereich und dazu eben der Rhein sind Faktoren, in deren Zusammenhang eine Seilbahn ihre Stärken eben richtig auch ausspielen kann. Eine Seilbahn würde eine sehr wichtige und eben auch sehr attraktive Ost-West-Achse über den Rhein auf den Venusberg darstellen. Mit ihr können wichtige Ziele wie die Universitätsklinik, aber auch Arbeitsplatzschwerpunkte, zu denen ja auch die Uniklinik, aber auch im Bundesviertel Posttower, Telekom sowie der rechtsrheinische Stadtbezirk mit Straßenbahn, Stadtbahn und Eisenbahn verbunden werden. Also wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil dann auch von einem integrierten Verkehrsnetz. Die Idee, in Bonn eine Seilbahn zu bauen, ist rund 10 Jahre alt. Seitdem ist auch tatsächlich sehr viel passiert. An dem Projekt ist fortlaufend intensiv auch gearbeitet worden. Mit dem Abschluss der standardisierten Bewertung, um die es ja heute zentral geht und die wir Ihnen heute vorstellen, steht jetzt eine neue Phase bevor. Die Seilbahnverbindung wäre volkswirtschaftlich sinnvoll und förderfähig durch Bund und Land. Das sind wirklich die beiden ganz relevanten Faktoren. Das hat jetzt auch die Abstimmung mit dem Bund und dem Land ergeben. Wir legen dem Stadtrat jetzt diese aus meiner Sicht sehr gute Botschaft vor. Der muss dann entscheiden, wie es weitergehen soll. So viel erstmal von meiner Seite und ich übergebe den Staffelstab an Herrn Wiesner. Herr Wiesner, machen Sie bitte Ihr Mikro an. Danke. So, Entschuldigung, hatte nicht mitbekommen, dass ich hier automatisch stumm geschaltet war, aber jetzt können Sie mich hoffentlich hören. Guten Morgen zusammen. Ja, vielen Dank, Frau Dörner. Ich möchte an das, was Sie gesagt haben, anknüpfen, indem ich noch mal etwas zur Historie des Projekts sage. Sie hatten ja darauf hingewiesen, dass die Diskussion nicht erst gestern angefangen hat, sondern im Grunde schon mit dem Verkehrsentwicklungsplan 2020, der vor gut 10 Jahren entwickelt wurde. Und dort war zunächst die Verbesserung der Anbindung des Venusbergs durch die Seilbahn
Alleinthema. Das Projekt ist größer geworden, das werden wir gleich ja auch noch sehen und hören. Im Juni 2017 konnten dann die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt werden. Aus dieser Machbarkeitsstudie sind zwei Vorzugstrassen hervorgegangen, nachdem sehr viele Varianten dort untersucht wurden. Einmal die Südtrasse, aber als Favorit dann die sogenannte Nordtrasse. Die Gründe dafür liegen in ihrer Linienführung, die fast ausschließlich über öffentlichen Grund geht. Und das ist natürlich wichtig, weil die Grundstücke, die man braucht, verfügbar sein müssen. Und es geht natürlich auch darum, möglichst wenig Konflikte mit Privatgrundstücken, mit angrenzenden Nutzungen etc. Bei einem solchen Projekt dann heraufzubeschwören. Und diese West-Ost-Trasse ist eine besonders gute Verknüpfung von Schienen-Personennahverkehr und ÖPNV-Achsen in Nord-Süd-Richtung. Also zum einen wird die Trasse den Logisch-Mitt-Platz anbinden. Dort haben wir zwei Straßenbahnlinien im 5-Minuten-Takt. Und als ganz wichtigen Verknüpfungspunkt haben wir den UN-Campus mit dem relativ zur COP23 eröffneten neuen Bahnhof, an dem alle Regionallinien halten, also auch die Pendler von außen kommen, auch ins Bundesviertel strömen und wo in der weiteren Perspektive auch mal S-Bahn-Linien halten werden. Auf der östlichen Seite ist die Anbindung dann am Schießbergweg in Ramersdorf, nicht an der Stadtbahn. Und das hat den Grund darin, dass hier mit der S13, die ja in Bau ist und die, wenn wir Glück haben, in 2026 wohl eröffnet werden soll, hier die weitaus höheren Fahrgastpotenziale erwarten können. Diese Führung ist auch günstiger im gesamten Netz, ja, weil wir ja auf der Südbrücke Stadtbahnverkehr haben und wir ansonsten mit der unmittelbaren Anbindung Ramersdorf einen sogenannten Parallelverkehr hätten. Und das ist dann im Netz insgesamt ungünstig. Die Gesamttrasse ist als Ergänzung des städtischen ÖPNV-Netzes zu sehen. Und deshalb ist weder am Venusberg noch am Schießbergweg vorgesehen, dass hier riesige P&R-Anlagen, also Park-and-Ride-Parkplätze, in Zukunft entstehen sollen. Das geht einmal deswegen nicht, weil wir auch Wohngebiete in der Nähe haben und solche Verkehre dort natürlich problematisch wären. Aber grundsätzlich müssen Pendler ja auch vor den Toren der Stadt abgefangen werden und in das ÖPNV-System dort überführt werden. Und Ziel ist ja nicht, den Autoverkehr nach Bonn hineinzuziehen, um dann innerhalb der Stadt hier erst die großen Umsteigebewegungen zu haben. In 2016 und 2017 sind umfangreiche Bürgerbeteiligungen durchgeführt worden. Es gab 4 große Dialogveranstaltungen, damals noch in gut besuchten Turnhallen und Aulen. Da hat noch keiner über Pandemien nachgedacht oder das Wort bei uns hier irgendwo im Sprachgebrauch gehabt. Diese Veranstaltungen waren sehr intensiv und es ist sehr viel über das Projekt diskutiert worden, was wir jetzt weiterentwickeln konnten. Der Planungsausschuss hatte im Juni 2017 die Verwaltung beauftragt, im Hinblick auf den Antrag zur Vorprüfung der Förderfähigkeit des Projektes bei der Bezirksregierung eine Kosten-Nutzen-Analyse mit einer überschläglichen, möglichst eigenen Bewertung durchzuführen. So war der Wortlaut. Und die Verwaltung hat dann Gespräche geführt mit dem Verkehrsministerium NRW und ist dann dort durch die Beratung zum Schluss gekommen, dass es vernünftiger ist, unmittelbar eine Nutzen-Kosten-Analyse nach dem Verfahren der standardisierten Bewertung durchführen zu lassen und das dann mit der vielversprechendsten Variante auch zu tun, nämlich der Nordtrasse.
Und ein positives Ergebnis hier ist Grundvoraussetzung für eine Förderung. Die Beschlussausführung in dieser Form hat die Verwaltung dann den Ratsgremien seinerzeit entsprechend mitgeteilt. Die standardisierte Bewertung und das Ergebnis, was wir jetzt haben, was sehr erfreulich ist, bezieht sich, und das ist wichtig, ausschließlich auf diese Linienführung und ist eben auch nur für diese Linienführung jetzt einvernehmlich festgestellt. Das heißt, die Variantendiskussion, die hat stattgefunden im Rahmen der Machbarkeitsstudie und Änderungen an der Trassenführung würden das Projekt mit Sicherheit weit zurückwerfen. Das heißt, wir würden mit vielen Dingen bei Null anfangen. Es würde um neue Berechnungen, Gutachten und auch um eine Neuplanung gehen. Und der ganze Abstimmungsprozess mit Land und Bund würde neu starten. Und das würde uns bei einem Projekt, was wir jetzt ja gut 10 Jahre sozusagen versuchen nach vorne zu bringen, uns dann ganz maßgeblich nach hinten werfen. Das sollten wir gemeinsam vermeiden. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu notwendigen weiteren Beschlüssen. Der Rat dazu, der übernächste, tagt am 9.12., der übernächste, weil heute Abend ja noch eine Sitzung ist. Und dort wird es zunächst mal darum gehen, dass das vorläufige Ergebnis, was wir nun haben, was das Büro Spiekermann gleich ja nochmal detailliert vorstellen wird, offiziell zur Kenntnis genommen wird und dass die Verwaltung mit weiteren Schritten beauftragt wird. Das ist also zunächst mal eine förmliche Antragstellung zur Aufnahme in den noch gültigen ÖPNV-Bedarfsplan und in den sogenannten ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen und dass die Verwaltung damit beauftragt wird, die Planungen weiter fortzuentwickeln. Und der dritte wesentliche Punkt ist, dass die Verwaltung beauftragt wird, eine hinsichtlich einer Bürgerinformation und Beteiligung eine Kommunikationsstrategie und ein Kommunikations- und Beteiligungskonzept zu erarbeiten. Neben dem Rat sind dann auch weitere Beschlüsse, die nicht in Bonn zu fassen sind, erforderlich, nämlich zum einen der Regionalrat, der einen Beschluss fassen muss, damit diese Maßnahme dann anschließend dem Verkehrsausschuss des Landtags zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan vorgelegt werden kann. Notwendig ist auch noch ein sogenanntes Notifizierungsverfahren bei der EU. Da geht es um eine beihilferechtliche Prüfung. Und im Weiteren würde dann die vorliegende Planung vertieft, die Kostenberechnungen würden geschärft und es würde eine Genehmigungsplanung entwickelt. Und das eigentliche förmliche Verfahren, damit man eine Genehmigung für einen Seilbahnbau bekommt, ist dann das daran anschließende Planfeststellungsverfahren nach dem Seilbahngesetz Nordrhein-Westfalen. In dem Verfahren wird die nun vorliegende standardisierte Bewertung dann nochmal aktualisiert und es ist dann über den Nahverkehr Rheinland ein Finanzierungsantrag einzureichen, weil wir hier Mittel des Bundes und des Landes dann zum einen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, aber dann auch aus Landestöpfen brauchen, um das Projekt umzusetzen. Ja, abschließend, danach wird ja immer auch gerne gefragt, was ist dann eine mögliche Zeitschiene? Das ganze Projekt würde eine funktionale Ausschreibung bedingen, für die man 2 Jahre einplanen muss. Das von mir eben angesprochene Planfeststellungsverfahren wäre durchzuführen. Wenn wir da schnell sind, dauert das auch gute 2 Jahre. Während die bauliche Umsetzung eigentlich nicht so kompliziert ist, eher übersichtlich ist und hierfür 1,5 bis 2 Jahre zu veranschlagen wären. Wenn es also gut laufen würde, könnte die Seilbahn sozusagen dann in 6 Jahren ihre erste Fahrt machen. Wir könnten sie dann gerne eröffnen. Ja, soweit mein Beitrag zur Historie und zum Verfahren. Ich würde dann den Staffelstab weitergeben an Frau Küppers vom Büro Spiekermann.
Für die Kolleginnen und Kollegen von der Schreibenden Zunft, Katrin Küppers schreibt sich mit TH und ist Projektleiterin konzeptionelle Verkehrsplanung bei Spiekermann Ingenieure GmbH und sie macht jetzt eine Präsentation. Ja, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde. Wie schon gesagt, mein Name ist Katrin Küppers. Ich arbeite bei Spiekermann Ingenieure seit 15 Jahren in der Abteilung konzeptionelle Verkehrsplanung. Und eine unserer Kernkompetenzen besteht in der Erstellung von standardisierten Bewertungen. Und bei der vorliegenden Bewertung hat es uns gefreut, dass wir die Herausforderung annehmen konnten, diese deutschlandweit erste formale Verfahren zu einer Seilbahn begleiten zu dürfen. Von der technischen Seite, wie Sie im ersten Foto schon sehen, ist das Ingenieurbüro Schweiger aus Sonthofen mit beteiligt gewesen. Jetzt geht es nicht weiter, doch da. Ich würde Ihnen gerne ganz kurz, Aufgabenstellung ist eigentlich schon bekannt, es geht halt um die Seilbahn in Bonn. Trotzdem werde ich Ihnen die noch vorstellen, um dann die standardisierte Bewertung vom Verfahren her und von den Besonderheiten, die sich hier auftun, für die Seilbahn vorstellen, um dann auf die Bewertungselemente der Nutzen-Kosten-Untersuchung einzugehen, nämlich die Infrastruktur, die Betriebskosten und die Nutzeneffekte und letztlich das herbeigesehnte Kosten-Nutzen-Verhältnis vorstellen und die Folgekosten. Die weiteren Schritte, die hat der Herr Wiesner gerade schon erläutert, die können wir dann übergehen. Also zur Aufgabenstellung nochmal, damit auch allen nochmal ein Bild vor Augen ist. Ich versuche gerade noch, da ist es, den Laserpointer einzustellen. Gut. Zur Aufgabenstellung. Es handelt sich also da um die Seilbahn, die vom Venusberg mit dem Universitätsklinikum über das Bundesviertel bis nach Beul führen soll. Mit Anschlüssen eben an die hier in Blau dargestellte kommunale Bahn. Das sind also Straßenbahn und Stadtbahn. Und auch in Schwarz dargestellt an die Eisenbahnstrecken, also an den Schienenregionalverkehr. Um ein solches großes Projekt finanzieren zu können, bedarf es Fördermitteln, die nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz angefordert werden können, beantragt werden können. Aber das bedarf einer formalen, standardisierten Bewertung, um eben diese Fördermittel erhalten zu können. Jetzt geht es erstmal in das Verfahren selbst rein. Das Verfahren gibt es schon seit Ende der 70er Jahre, wird immer wieder fortgeschrieben und ist vom Bundesministerium für Verkehr rausgegeben worden. Das BMVI prüft damit, ob die Maßnahmen volkswirtschaftlich sinnvoll sind, ob sie also förderwürdig sind. Stellt gegebenenfalls auch eine Maßnahmenreihung auf, denn es gibt ja deutschlandweit viele Projekte, die gerne gefördert werden wollen und damit kann eine Maßnahmenreihung deutschlandweit, aber auch landesweit erfolgen. Und es ist auch wichtig zu sehen, welche Kosten denn dann letztlich von wem zu zahlen sind. Daher sind die Nutzer dieses Verfahrens nicht nur die Zuschussgeber, sondern eben auch die Betreiber und die Aufgabenträger, die hinterher sehen können, welche Kosten noch auf sie zukommen. Aber natürlich auch Bürger und Politik, um sich ein Bild vom Vorhaben machen zu können. Die standardisierte Bewertung besteht aus zwei Bausteinen, nämlich einmal der Nutzen-Kosten-Untersuchung, hier als Waage dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine volkswirtschaftliche Betrachtungsweise, um zu sehen, ob das ganze Projekt volkswirtschaftlich rentabel ist und damit förderwürdig. Darauf liegt gleich unser Fokus. Das ist der ganz entscheidende Baustein, um eben an Fördermittel gelangen zu können. Der Nutzen-Kosten-Untersuchung folgt dann noch eine Folgekostenrechnung. Das ist eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, in der die Kosten zusammengestellt werden, um den Kostenträgern darzustellen, welche jährlichen Kosten sie erwarten werden. Denn mit jedem zusätzlichen ÖPNV-Angebot, das geschaffen wird, entstehen eben auch Kosten. Die werden durch die Einnahmen nicht komplett ausgeglichen. Die Bewertungselemente der Nutzen-Kosten-Untersuchung, also der Untersuchung, die gerade links zu sehen war mit der Waage, die Bewertungselemente sind die Investitionen,
die Betriebskosten und die Nutzeneffekte, die gegeneinander aufgewogen werden. Die Investitionen werden in jährliche Kosten umgewandelt, in Abschreibung und Verzinsung, den sogenannten Kapitaldienst für die Infrastruktur, und werden in die rechte Waagschale gelegt, während die Betriebskosten und die Nutzeneffekte auf die linke Waagschale kommen. Die Betriebskosten sind zwar auch Kosten, und dadurch, dass ein zusätzliches Angebot geschaffen wird, entstehen zusätzliche Kosten, sodass man hier nicht von Nutzen in erster Linie sprechen kann, aber sie kommen trotzdem auf die Nutzenschale, wirken sich dort aber negativ aus, das heißt, sie ziehen die Schale nach oben. Während dann die Nutzeneffekte, die durch Verlagerung vom Pkw-Verkehr, durch Reisezeiteinkürzung und so weiter zustande kommen, die Waagschale wieder nach unten ziehen. Das heißt, diese Nutzeneffekte müssen im Endeffekt nicht nur den Kapitaldienst, sondern eben auch die ÖV-Betriebskosten ausgleichen. Und nur wenn letzten Endes hier die Nutzenseite mit N gekennzeichnet größer ist oder mindestens gleich groß ist wie die Kostenseite, dann gibt es eine Investitionsempfehlung. Im Allgemeinen wird aber das sogenannte Nutzen-Kosten-Verhältnis gebildet. Das heißt, die Nutzen werden durch die Kosten dividiert. Und dann muss ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von mindestens 1 auskommen, um eine Investitionsempfehlung und damit Fördermittel erhalten zu können. Das Regelverfahren hat derzeit den Stand 2016. Und dadurch, dass diese Vergleichbarkeit eben hergestellt werden soll, bundesweit, landesweit, ist die Voraussetzung, dass es eben einheitliche Abläufe gibt im Verfahren mit einem einheitlichen Preisstand, der derzeit eben in der Version 2016 der Preisstand 2016 ist. Alle Kosten werden also auf diesen Stand abgezinst. Und die Vorgaben von allgemeinen Ansätzen für Kosten- und Nutzenwerte, die in das Verfahren eingehen. Es ist also wirklich ein ganz standardisiertes Verfahren, das für alle Projekte, die gemäß Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Fördermittel beantragen, angewendet werden muss. Im Endeffekt kommt eben dieses Nutzen-Kosten-Verhältnis raus. Die Besonderheit hier liegt darin, dass wir eine urbane Seilbahn bewerten wollen und diese im derzeitigen, in der Version 2016 noch nicht abgebildet ist. Das heißt, wir sind hingegangen und haben eine Bewertung vorgenommen in Anlehnung an die Verfahrensanleitung. Die Fördergeber haben dem so zugestimmt und wir haben die komplette Struktur der vorgegebenen Verfahrensanleitung belassen und auch die Datenvorgaben, Kosten, Wertansätze, soweit sie vorhanden sind, genutzt. Und anhand dieser weitere Wertansätze für die Seilbahn abgeleitet, beziehungsweise eben auch auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Alles ist im Einvernehmen mit den Fördergebern erfolgt. Jetzt kommt das erste Bewertungselement, nämlich die Infrastruktur. Was haben wir? Wir haben eine Strecke, hier nur schematisch dargestellt, die sich über 4.300 Meter vom Schießbergweg bis zum Uniklinik West zieht, mit 5 Stationen. Es sind 95 Kabinen, die vorgesehen, die in einer Einseilumlaufbahn als Stetigförderer über die Strecke gehen. Es handelt sich dabei um 2 Anlagen. Die erste Anlage geht vom Schießbergweg bis zum UN-Campus und die zweite Anlage schließt sich an vom UN-Campus bis Uniklinik West. Die Fahrgäste merken nichts davon, dass es sich um 2 Anlagen handelt. Die Kabinen gehen von der einen in die andere über, die Fahrgäste bleiben sitzen. Das ist bloß ein technisches Ding, sodass diese Anlagen, der Vorteil davon ist, dass die Anlagen auch unabhängig voneinander genutzt werden können. Die Streckenführung, die hier, wie gesagt, nur schematisch dargestellt ist, die orientiert sich soweit möglich an den Straßenzügen und wird nach derzeitigen Erkenntnissen rund 66 Millionen Euro Investitionen ausmachen. Wir haben allerdings dem derzeitigen Planungsstand entsprechend einen 30-prozentigen Kostenzuschlag aufgesetzt. Auch das läuft gemäß Verfahren.
Eine Bauzeit liegt bei 1,5 Jahren. Für die Verfahrensanleitung sind wir dem Worst-Case-Gedanken folgend von 2 Jahren ausgegangen. Die Kosten, diese 66 Millionen Euro im Preisstand 2019 plus den 30-prozentigen Kostenzuschlag, werden gemäß Annuitätenmethode in einen Kapitaldienst umgewandelt, also in jährliche Kosten und auch auf den Preisstand 2016 gebracht, weil es eben der Verfahrensanleitung entsprechend ist. Das heißt, wir haben einen Kapitaldienst von 2,25 Millionen Euro pro Jahr. Der zweite Posten, der vorhin auch schon in Blau dargestellt war, sind die ÖV-Betriebskosten. Wir gehen von einer 17-Stunden-Betriebszeit aus. Das ist in Abstimmung mit dem UKB erfolgt, damit auch dort die Rahmenbedingungen so sind, dass die Angestellten, die am Schichtdienst arbeiten, die Kabinen durchaus nutzen können. Die Kabinen bieten pro Kabine eben 10 Sitzplätze an und bieten eine Kapazität von 1500 bis 1800 Personen pro Stunde und Richtung an. Das heißt, im Endeffekt kommt alle 20 bis 24 Sekunden eine Gondel pro Richtung an der Station an, in die die Fahrgäste einsteigen können. In den Mittelstationen, also in Rheinaue, UN-Campus und Loki-Schmidt-Platz, sind 2 Stationsbedienstete vorgesehen, je Richtung eine, und an den Endstationen jeweils 1 Stationsbediensteter. Durch den Betrieb werden Kosten erforderlich in Höhe von 3,37 Millionen Euro pro Jahr. Das ist auch der Kostenstand 2016, weil wir alles miteinander verrechnen müssen im einheitlichen Preisstand. Und diese Kosten gehen, wie vorhin dargestellt, auf der Waage als negativer Nutzen ein, ziehen also die linke Waagschale nach oben. Der nächste ganz wesentliche Punkt, jetzt kommen wir zu den eigentlichen Nutzeneffekten. Da geht es darum, wie viel Nutzen bringt das Ganze denn? Wir sind in einem extrem starken, strukturstarken Korridor, hier rechts im Bild dargestellt, der eben zum einen das Bundelsviertel und den Beuler Süden mit hohen Arbeitsplatzdichten ausmacht. Kessenich wird betroffen mit hohen Einwohnerdichten und wird an die Seilbahn angeschlossen. Genauso aber auch der Venusberg mit dem Universitätsklinikum, wo eben sehr hohe Patienten- und Besucherzahlen heute schon vorhanden sind und zukünftig noch wachsen werden. Zudem haben wir eben die starken ÖV-Verknüpfungen mit den hier in Bund dargestellt, das zukünftige, das Prognosenetz 2030 mit den kommunalen Schienenstrecken, also Stadtbahn und Straßenbahn. Wir haben eine Verknüpfung hier am Loki-Schmidt-Platz mit der Straßenbahn. Wir haben eine Verknüpfung am UN-Campus und wir haben eine Verknüpfung am Schießbergweg. Das heißt, wir haben wirklich starke Verknüpfungen, die eben ihr Übriges tun, damit die Seilbahn super angebunden ist und viele Fahrgäste die Seilbahn nutzen können. Das geht nicht weiter. Entschuldigung, ich muss gerade gucken, warum. Da geht's weiter. Gut. Durch diese gute Einbindung ins Netz und das hervorragende Angebot, dass Sie nämlich in unter 20 Minuten zukünftig zwischen Schießbergweg und UKB fahren können, also wirklich ganz schnell oben sind, haben Sie wirklich ganz deutliche Reisezeitverkürzungen im Vorhabenskorridor um 50% für die Fahrgäste. Aber es gibt natürlich noch andere Fahrgäste, die dann eben umsteigen. Da wird es in Summe dann nicht 50% sein, aber es ist ein hervorragendes Angebot, um in diesem Korridor unterwegs zu sein, der heute kein adäquates Angebot bietet. Dadurch werden viele Fahrgäste erwartet. Das Ganze ist mit dem Verkehrsmodell der Stadt Bonn berechnet worden und wir erwarten in Zukunft für den Prognosehorizont 2030 14.700 Seilbahnfahrgäste pro Tag. Durch diese Seilbahnfahrgäste, die werden gespeist zum einen dadurch, dass es innerhalb des ÖVs Verlagerungen gibt, also von den Bussen, die zum Beispiel zum Venusberg hochfahren,
die dann zukünftig die Seilbahn nutzen werden, die Fahrgäste daraus. Es gibt aber auch die Verkehre, die heute den Pkw nutzen und zukünftig sagen, was für ein tolles Angebot, wir nutzen jetzt die Seilbahn. Und durch diese Verkehre, die dann den Pkw stehen lassen, werden eben auch Pkw-Kilometer reduziert. Es werden Reisezeiten eingespart und es werden zusätzlich noch Unfallkosten, alles Mögliche mit einberechnet. Und im Endeffekt haben wir Nutzeneffekte berechnet von 6,91 Millionen Euro pro Jahr. Jetzt haben wir alle drei Bewertungselemente dargestellt und müssen diese noch verrechnen. Sie sehen das in diesem Bild. Das sind die benannten Investitionskosten in Höhe von 2,25 Millionen Euro, die Betriebskosten von 3,37 Millionen Euro und die Nutzeneffekte von 6,91 Millionen Euro, die in der Waagschale gegenübergestellt werden. Da es aber relativ kompliziert ist, eben mit diesen negativen Kosten für den Betrieb, haben wir hier nochmal eine andere Darstellungsweise. Wir haben die Kosten, die hier links dargestellt sind, wieder in Rot mit 2,25 Millionen Euro. Die Betriebskosten, die eben negativ reingehen und im Endeffekt muss dieser ganze Posten, Kosten und Betriebskosten ausgeglichen werden durch Nutzeneffekte. Das heißt, mit dem Block Nutzeneffekte fangen wir hier unten an und gehen hoch um 6,91 Millionen Euro und hier hätten wir schon ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1, das heißt ausgeglichen Kosten und Nutzen. Wir gehen aber darüber hinaus mit einem Nutzenüberschuss von 1,29 Millionen Euro, sodass wir ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von guten 1,6 erreichen. Darin, nochmal zur Erinnerung, ist auch schon der Risikoaufschlag von 30% berücksichtigt. Das stellt ein sehr gutes Ergebnis dar. Das wird sich natürlich, deshalb steht es hier auch nochmal vorläufiges Ergebnis, es wird sich im Laufe der Planung nochmal verändern, wenn die Kosten nochmal vertieft berechnet werden, die Planungen vertieft werden. Aber deshalb hatten wir hier eben schon den 30% Risikoaufschlag gewählt. Und wir gehen davon aus, dass auch mit den vertieften Planungen das Ergebnis, das derzeitige Ergebnis so belastbar ist, dass wir auch zukünftig ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von über 1 haben und das Projekt damit volkswirtschaftlich rentabel ist und auch damit förderwürdig ist. Und wenn es förderwürdig ist und Fördergelder kommen, ist es auch finanzierbar. Der zweite Part der Folgekosten, der standardisierten Bewertung ist eben die Folgekostenrechnung. Das muss man sich klar machen als Aufgabenträger, dass natürlich, wenn ich ein ÖPNV-Angebot biete, auch künftig noch Folgekosten entstehen. Die Folgekosten sind, wie gesagt, eine betriebswirtschaftliche Untersuchung. Insofern gehen wir jetzt nicht auf den einheitlichen Kostenstand 2016, sondern auf ein Bezugsjahr 2019, für das uns eben auch eine aktuelle Verkaufsstatistik der Stadtwerke Bonn vorliegt und wir die Einnahmen gegenrechnen können. Es wird damit gerechnet, dass kurzfristig zum jetzigen Zeitpunkt nach den derzeitigen Erkenntnissen 0,8 Millionen Euro pro Jahr erforderlich werden, langfristig gesehen 2,1 Millionen. Kurzfristig heißt unter 10 Jahre, langfristig heißt über 30 Jahre, denn nach über 30 Jahren wird das Vorhaben, also die Seilbahn, wieder ersetzt werden müssen, Anlagenteile werden ersetzt werden müssen, für die es dann unter Umständen keine Fördermittel gibt. Deshalb sind hier die kompletten Kapitaldienste mit eingerechnet worden, sodass langfristig die Kosten etwas ansteigen. Ja, die nächsten Arbeitsschritte hatte Herr Wiesner schon erläutert. Von daher brauche ich da nicht mehr drauf einzugehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Küppers. Und damit ist jetzt frei für Nachfragen der Medien. Wäre nett, wenn Sie unten bei Reaktionen die Hand heben, wenn Sie Fragen haben, damit ich den Überblick behalte, nicht verliere, wer Fragen stellen möchte. Bitte schön. Hat keiner eine Frage?
Doch, Herr Königs. Sie müssten bitte Ihr Mikro freischalten, Herr Königs. Habe ich es geschafft? Ja, super. Ich glaube schon. Ich wollte noch mal zu dem Wert von 1,6 fragen, diesem volkswirtschaftlichen Nutzenwert. Kann man da einen Vergleich nennen? Ich weiß nicht, ob Herr Wiesner das beantworten kann oder möglicherweise die Dame von Spiekermann, was beispielsweise ein anderes im Bahnprojekt oder so etwas normalerweise an volkswirtschaftlichem Nutzen für einen Endwert hat, damit man vielleicht bewerten kann, ob das jetzt besonders gut oder wie auch immer ist. Also Frau Herr Wiesner, genau. Also, pardon. Ja, Frau Küppers kann aus ihrer Tätigkeit sicherlich auch noch von anderen Untersuchungen vielleicht berichten. Was bei uns gerade ja auch untersucht wurde, ist die rechtsrheinische Stadtbahn Niederkassel. Das Verfahren liegt beim Rhein-Sieg-Kreis. Und das ist ähnlich weit und der Wert dort wurde nach meiner Kenntnis mit 1,03 positiv bewertet. Aber vielleicht hat Frau Küppers ja noch andere Verfahren, die sie da nennen kann. Ich nenne Ihnen gerne noch eins, was gerade durch den Regionalrat gegangen ist letzte Woche, nämlich die Citybahn in Essen. Die weist einen Nutzen-Kosten-Indikator derzeit mit Sicherheitszuschlag von 1,3 aus. Das ist auch schon ein richtig gutes Ergebnis. Gleichzeitig ging durch den Regionalrat noch die Tecklenburger Nordbahn. Und da wurde die hat ebenfalls 1,6 wie hier bei der Seilbahn. Und da wurde auch schon dargestellt, dass es wirklich ein ganz, ganz deutlich die Voraussetzung zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan erfüllt. Also es ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Hm. Vielen Dank. Noch eine Anschlussfrage, wenn ich darf und niemandem zuvorkomme. Eben waren ja zwei verschiedene Posten genannt. Einmal waren es, glaube ich, die Betriebskosten, die mit etwas über 3 Millionen veranschlagt waren für die Mitarbeiter, die auch an den Stationen stehen müssen. Und die Folgekosten, die sich dann irgendwann ab 10 Jahren auf 2,1 Millionen waren es, glaube ich, summieren werden. Könnten Sie, Frau Küppers, kurz erklären, was das eine, was das andere ist? Gerne. Das eine ist die ÖV-Betriebskosten, die im Preisstand 2016 gemäß Verfahrensanleitung mit volkswirtschaftlichen Ansätzen, einheitlichen Ansätzen berechnet worden sind. Das sind diese 3,37. Und das andere ist die Folgekostenrechnung. Das ist die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise. Da gehen auch zum Beispiel Verwaltungskosten und so mit ein. Aber es werden eben auch anders als bei der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise die Einnahmen gegengerechnet. Mutet wahrscheinlich erstmal ein bisschen merkwürdig an, warum die auf einmal geringer sind, obwohl sie ja den höheren Preisstand haben. Aber die Einnahmen werden gegengerechnet. Und von daher, das passiert in der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht, weil Einnahmen, linke Tasche, rechte Tasche sind sozusagen. Also die Fahrgäste geben es aus und das Verkehrsunternehmen nimmt es ein. Deshalb ist es kein volkswirtschaftlicher Nutzen. Aber bei der betriebswirtschaftlichen Untersuchung, das ist egal, was dem Fahrgast passiert, der kann nicht Geld ausgeben. Da geht es darum, was passiert dem Verkehrsunternehmen und die haben Einnahmen, die dagegen rechnen. Also man kann im Grunde genommen sagen, dass das, was die Betriebskosten ausmachen, dass das der Zuschuss ist, der bleiben wird sozusagen jährlich, um die Seilbahn zu finanzieren. Ist das so richtig? Genau, das ist es im Prinzip, aber unter dem Vorbehalt, das sind die jetzigen Erkenntnisse. Nach den jetzigen Kenntnissen zum Kostenstand und da wird es sicherlich auch nochmal ganz vertiefte Untersuchungen vom Verkehrsunternehmen selbst geben. Vielen Dank, Frau Küppers. Und jetzt ist Herr Seidel dran. Sie müssten auch Ihr Mikro anmachen. Wir hören Sie noch nicht, Herr Seidel. Ja, wunderbar. Okay, das ist schön. Ja, Peter Seidel, Kölner Stadtanzeiger. Eine Frage zu den Grundstücken, über die diese Nordtrassenvariante hinwegführt. Sie hatten ja schon gesagt, Herr Wiesner, fast ausschließlich über öffentlichen Grund. Dem entnehme ich, dass es eventuell schon auch noch irgendwie private Grundstückseigentümer gibt.
ein oder mehrere. Die Frage ist, sind Sie mit denen schon im Gespräch über mögliche, ich weiß nicht, Entschädigungsverfahren oder Ähnliches, damit von privater Grundstückseigentümerseite diesem Projekt dann halt auch die nötige Zustimmung gegeben wird? Oder wie müssen wir uns da das weitere Verfahren vorstellen? Ja, kann ich gerne darauf antworten. Also neben städtischen Grundstücken gibt es vor allen Dingen ein Firmengrundstück, mit, das kann man auch ruhig sagen, das sieht man, die Firma Haribo. Mit der Firma ist sehr frühzeitig gesprochen worden und grundsätzlich möchte man da unser Projekt unterstützen. Über Entschädigungsleistungen würde man dann sprechen, wenn wir im Planfeststellungsverfahren sind. Und ansonsten reden wir über städtische oder öffentliche Verkehrsflächen und wir reden dann im Bereich des Posttowers über Grundstücke der Rheinaue. Die ist ja seinerzeit unter Denkmalschutz gestellt worden und da haben wir mit der Bezirksregierung einen Letter of Intent gemacht, in dem wir festgehalten haben, was trotz dieser Unterschutzstellung zukünftig hier auch möglich bleiben soll, nämlich die ganzen Aktivitäten, die wir in der Rheinaue kennen. Aber auch das Seilbahnprojekt haben wir da schon mal angemeldet sozusagen und verankert. Vielen Dank, Herr Wiesner. Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Seidel? Ja, wenn das möglich wäre, würde ich da gerne nochmal nachhaken. Dem nehme ich, dass es bisher von privater Grundstückseigentümerseite keine, wie auch immer, gearteten Schritte, konkrete Schritte irgendwie gegen dieses Projekt gibt. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich fantasiere jetzt mal eventuell eine Klageandrohung oder schon irgendwie eine Klageschrift gegen dieses Projekt, irgendwie etwas in dieser Art. Herr Wiesner? Nein, also jetzt nicht konkret als Grundstückseigentümer. Da ist bei uns bisher nichts angekommen. Aber es ist ja bekannt, dass es Seilbahngegner gibt. Aber die haben bisher nicht nach meiner Kenntnis vorgebracht, dass sie als Grundstückseigentümer die Betroffenheit konkret auf ihrem Grundstück haben, sondern dass sie insgesamt gegen das Projekt sind. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Königs. Herr König, Sie müssen bitte wieder Ihr Mikro anmachen. Ja, ich bin etwas saumselig, wenn es darum geht, diesen Knopf zu finden. Der Herr Seidel hat ja eben schon ein bisschen auf die Frage hingezielt, wie das denn so weitergehen wird. In der Koalitionsvereinbarung ist zu lesen, man will oder überlegt, einen Ratsbürgerentscheid da durchzuführen. Frau Dörner, vielleicht können Sie zu diesem Punkt etwas sagen, in welcher Form Sie die Bürger möglicherweise beteiligen wollen. Ich meine jetzt abgesehen von der, die im Verfahren selbst ja nun auch vorgesehen ist. Ist so etwas denkbar, ein Ratsbürgerentscheid? Also dazu muss die genaue Formulierung geprüft werden, was in so einem Zusammenhang überhaupt möglich ist. Das sind wir natürlich gerne bereit zu tun und sind dann natürlich auch im Gespräch mit den Fraktionen. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe das nicht. Herr Seidel, möchten Sie noch was fragen? Ja, wenn es möglich wäre, würde ich da gerne nochmal nachhaken an Frau Dörner gerichtet. Vielen Dank, Frau Lauterbach. An Frau Dörner gerichtet die Frage, wenn ich mich richtig erinnere, war bei Ihren Kollegen in Wuppertal ja auch eine Seilbahn aus dem Tal der Wupper hinauf auf den Hügel, wo da auch, glaube ich, die Universität beherbergt ist, geplant und hatte auch in einer standardisierten Bewertung eine sehr gute Bewertung erhalten und ist aber dann in einem Bürgerentscheid gescheitert. Sehen Sie so eine Gefahr auch hier in Bonn? Also ich bin sehr optimistisch, dass wir eine sehr positive Stimmung gegenüber der Seilbahn hier in Bonn
A schon haben und die auch in den nächsten Wochen und Monaten noch bestärken können. Also das Feedback, das ich zur Seilbahn bekomme, ist weit überwiegend positiv, weil doch sehr viele Bonnerinnen und Bonner den verkehrspolitischen Nutzen in erster Linie sehen, insbesondere eben auch angesichts der von mir schon erwähnten geografischen Lage mit Blick auf den Venusberg, aber auch diese sehr gute Verknüpfung mit den anderen Mobilitätsangeboten. Herr Wiesner hat ja darauf hingewiesen, wie wirklich herausragend die Seilbahnstationen mit anderen Angeboten vom ÖPNV bis hin zur DB verknüpft werden können. Deshalb bin ich da sehr optimistisch. Wir werden auch eine große Unterstützung haben seitens der Arbeitgebenden, aber auch seitens vieler Umwelt- und Mobilitätsverbände. Also ich glaube, dass es da möglich ist, eine große Unterstützung für die Seilbahn weiter zu erhalten und da auch für zu mobilisieren. Danke. Vielen Dank. Dann noch gibt es noch weitere Fragen? Herr König nochmal. Ich muss nochmal fragen in Sachen Beul, Herr Wiesner. Ich hatte gehört, oder Sie haben ja eben auch ausgeführt, dass Sie bald unbedingt dazu raten würden, bei dieser jetzigen Trasse zu bleiben, die auch Gegenstand der standardisierten Bewertung war. Es hieß am Freitag von einigen Seiten, dass Sie von 3 Jahren der Verzögerung gesprochen hätten, falls man da jetzt nochmal rangehen würde. Und wäre denn eine Verlängerung nachträglich nach Ramersdorf, wie Sie sich ja offenbar einige in Beul wünschen, möglich zum dortigen Bahnhof? Ja, also nochmal um das, das ist mal das, der Fluch der Zahl, ne? Wenn man sich festlegt, also diese 3 Jahre sind jetzt meine Einschätzung aus der Erfahrung heraus, die wir jetzt gemacht haben im Verfahren, das wir gerade hinter uns gebracht haben. So, deshalb dieser klare Ratschlag, jetzt auch bei dem zu bleiben, was Ergebnis der Machbarkeitsstudie war und was eben dieses gute Ergebnis auch möglich gemacht hat in der standardisierten Bewertung. Es ist eben ausgeführt worden von Frau Küppers, dass diese Seilbahnen ja im Grunde technisch 2 Seilbahnen sind. Das sind also 2 Abschnitte. Und technisch gesehen kann man diese Seilbahn jetzt an beiden Enden verlängern. Ja, das heißt auch diese theoretische Möglichkeit, dann nochmal weiterzuführen zum Haltepunkt Bus und Bahn Ramersdorf, ist denkbar. Das haben wir verwaltungsseitig den Seilbahnplaner schon vor gefühlten 2 Jahren auch mal gefragt, ne? Weil das natürlich auch ein wichtiger ÖPNV-Verknüpfungspunkt ist. Das würde aber nochmal sozusagen ein kleines weiteres Verfahren bedeuten, wo man eine Planung für braucht, wo man das dann auch dementsprechend bewerten muss und dann auch entscheiden kann. Aber wir sollten jetzt mal diese, ich nenne sie mal Stammstrecke, ne, wenn ich ganz weit in Zukunft träume, diese Stammstrecke wirklich mal dann weiter betreiben und auch realisieren. Und über Verlängerungen nach Westen, nach Osten kann man weiter nachdenken. Das ist keine Frage, sowohl technisch als auch planerisch. Aber da sollten wir einen Schritt nach dem anderen machen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe das jetzt nicht mehr. Dann sage ich allen herzlichen Dank und wünsche allen einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss. Danke ebenso.